Hallo meine Lieben, ich hatte euch ja erzählt im letzten Video, oder dann wird es jetzt das vorletzte Video, dass ich euch mal meine Sticker zeigen wollte, die ich so habe, benutze. Und ich habe gestern ein paar aussortiert, das ist jetzt übergeblieben und die wollte ich euch jetzt mal zeigen. Also wir fangen erstmal mit diesem Haufen hier an. Packen den jetzt mal weg. Da haben wir zuerst von HEMA die Stickers on a Roll. Da sind halt verschiedene, die wiederholen sich ein paar Mal. Sind nicht so viele drin. Ich habe aber noch ein extra Paket zur Sicherheit. Und die benutze ich, ja, eine Zeit lang habe ich sie ganz oft benutzt. Und jetzt habe ich mich eigentlich erst wieder daran erinnert, als ich die aus meinem Scrapbook Organizer geholt habe. Dann habe ich hier auch so auf einer Rolle Cutie Stickers und als Motiv ist da so Travel mit einem Flugzeug und Koffer. Und die wiederholen sich halt. Nach dem Flugzeug fängt es dann schon wieder an und wiederholt sich. Dann haben wir Kameras, verschiedene. Polaroid und digital und noch mit Analogfilm. Und damit kennzeichne ich dann oft auch meine Shootings und so. Dann habt ihr im letzten Video ja eben schon die Cookie-Stickers für Weihnachten gesehen mit Lebkuchen. Die aus der Sentimental Circus-Serie. Dann die hier. Habe ich euch nicht gezeigt. Nein, die sind auch, ja, habe ich schon etwas länger. Die habe ich von der lieben Anja bekommen im letzten Tauschpaket, wo ihr das Unboxing-Video gesehen habt. So. Sind halt so, ja, leicht puffy. Eben mit Paris, Tokio. Halt so Reise-Sticker wieder. Dann hier wieder die Travel-Sticker. Und nochmal die Travel-Sticker und die Katzen-Sticker aus der letzten Bestellung von Zakalava. Ich versuche, dass ich mit zu erwähnen, woher ich sie habe. Kann es aber nicht versprechen, weil viele oder manche sind halt schon von März oder April. Und ob ich es da wirklich überall so zusammenbekomme, wo ich alles her habe, da, das sei mal dahingestellt. So, dann haben wir hier von Snap Studio solche Labels. Das war so die ersten, die ich unbedingt haben musste und die auch geblieben sind. Das sind halt verschiedene Farben und ein paar sind halt schon weg davon. So, dann haben wir hier Tiere. Ich glaube, das ist aus der letzten The Idea All Bestellung. Ich bin mir aber nicht sicher. Dann hier einmal von My Mind's Eye aus der Jubilee-Serie. Es ist halt nur ein Blatt mit 6 Stickern. Aber ich fand es ganz süß und ich glaube, es hat nur 90 Cent oder so gekostet. Hatte ich bei Danny Poise mitbestellt. Danny Poise oder Scrapbook-Werkstatt. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, dann Fahrräder. Die waren, glaube ich, von entweder Sticker Paradies oder ja, Pikwatschern könnte es auch gewesen sein. Ich lasse euch einfach die Links, soweit, was ich so erwähne, lasse ich drinne in der Infobox und dann könnt ihr ja schauen. Also. Dann hier Patisserie. Kuchen, kleine Törtchen, Teetasse, Kaffeetasse, Besteck und halt schön flach. Und dann, was glaube ich so fast jeder hat, dieses Stickerbook von HEMA. Ein paar sind auch schon benutzt, viele noch nicht so. So gar nicht benutze ich irgendwie fast eigentlich diese hier.
meistens ist es halt so, dass ich, was ich nicht mehr benutze oder schon ewig nicht mehr benutzt habe oder auch den Gefallen dran verloren habe, dann packe ich es einfach in Tauschpakete. Ich habe zwei große Boxen für Tauschpakete. Da befindet sich immer allerlei drinne. Gut, dann machen wir weiter mit diesem Schätzchen hier. Ich hatte vorher alles entweder in so Organisern auf dem Schreibtisch oder wirklich alles in dem Scrapbook-Organizer. Das war mir dann aber irgendwann zu unübersichtlich. Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass manche für die Sticky Notes auch so einen Ordner haben. Dachte ich mir, das geht ja auch gut mit Stickern. Das Gute daran ist einfach, dass man schnell alles auf einen Blick hat. Man kann schnell durchblättern. Ich habe alles in Klarsichthüllen. Und das gefällt mir bisher ganz gut. Ich habe es gestern mal ein bisschen sortiert, extra. Und auch mit Tabs versehen. Und das werdet ihr jetzt sehen. Also, wir fangen dann mal an. Hier seht ihr zum Beispiel meine Wäschesticker. Das weiß ich ganz genau. Die sind von Kawaii Sticker for You, auch von Etsy. Und die habe ich halt so unterteilt eben in Alltag, meine Diary Sticker, Eulen, Katzen, Tiere und so weiter. Aber wir gehen jede Kategorie einmal durch. Wie gesagt, hier eben die Wäschesticker. So, dann haben wir hier ein paar Essenssticker. So könnte es, glaube ich, besser sehen, wenn wir den Finsbury etwas als Unterlage benutzen. So, hier eben ein paar Essenssticker. Kennzeichne ich gerne für, wenn wir grillen oder essen gehen oder sowas. Woher ich die habe, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke, Stickerparadies oder so war es mal. Dann habe ich hier ein paar Diary-Sticker. Die sind halt immer schön klein und sind perfekt so für die Monatsübersicht, wo halt nur so ein kleines Kästchen pro Tag ist. Hier einmal so mit Katzen, sind halt meistens verschiedene Blätter. Und dann haben wir auf der nächsten Seite, das sind so kleine Hasen, die hole ich euch mal näher. Sind auch, glaube ich, 6 Blätter drin, eben mit verschiedenen Motiven und kann man auch gut so die tägliche Stimmung mit dokumentieren. Dann hier auch, sind auch 6 Blätter, die sind etwas größer. Aber auch ganz lustig. Die sind halt etwas größer, aber kann man halt auch immer noch gut für die Monatsübersicht benutzen. Und das waren meine ersten Diary-Sticker. Die habe ich von The Idea Owl bekommen, das weiß ich noch. Da fehlen schon sehr, sehr viele. Ich benutze ja eigentlich auch am liebsten, was nur doof ist, dass sie sich schwer ablösen lassen. Die anderen nicht, die gehen super, aber die, da muss man echt fummeln. So, dann kommen wir zur Kategorie Eulen. Da sind schon so einige Blätter rausgeflogen, wo ich immer sagte, oh, muss ich haben, muss ich haben, muss ich haben. Sind ja Eulen, aber ich habe sie doch nie genutzt. So, ich denke, ihr könnt sie alle ganz gut erkennen. Sind kleine, süße Eulen. Habe ich gestern, glaube ich, zum ersten Mal was von benutzt. Dann haben wir hier auch noch mal ein paar unterschiedliche, gerade so die türkisfarbenen, aquafarbenen fand ich ganz toll. Hier dann wieder ein paar Eulen und Bäume und ein kleines Vogelhäuschen. Und hier die letzten, mal was anderes, nicht ganz so süß, sondern sie ziehen auch schon mal eine Grimasse. Und ich glaube, die habe ich auch von The Idea Owl, aber ich bin mir nicht sicher. So, dann haben wir hier Abteilung Fantasy. Ich wusste halt nicht, wo ich die so drunter packen sollte. Ich finde, es hat Ähnlichkeit mit Regina Regenbogen. Und das hat mich daran echt erinnert und ich fand die ganz süß. Und die kommen aus dem Shop von Instagram Bonbons Kawaii. Da habe ich bisher einmal bestellt. Ist auch super lieb. Läuft ab wie bei The Idea Owl. Und man kann dort halt auch sammeln und das läuft super. Also ich finde das klasse, dass man das so machen kann. Man spart echt immens an Versand, als wenn man wirklich für jedes Teil extra Versand zahlen muss. Und auf der Rückseite haben wir dann My Melody Sticker.
Mich wundert, dass ich die überhaupt noch besitze. Meine Tochter, die noch nicht entdeckt hat. So, und dann kommen wir schon zur Abteilung Katzen. Das ist ein bisschen mehr. Das Blatt habe ich von der lieben Ela bekommen. In einem kleinen Päckchen, das sie für mich gemacht hat. Und ich habe noch ein zweites Blatt davon. Das habe ich von der Anja bekommen. Und die sind echt toll. So, dann habe ich hier ein paar Sticker, Katzensticker mit so kleinen Monatsübersichten drauf. Fängt halt an bei Juli 2014 bis Juni 2015. Habe ich halt auch von der Anja bekommen. Dann hier so ein kleines Blättchen mit wirklich kleinen Aufklebern, so Tatzen, Pfoten. Hier Katzen in verschiedenen Variationen. Die sind von Teddy, das weiß ich. Die glitzern halt auch so ein bisschen. Und hier sind so mehrere Blätter hinter. Das habe ich auch von Anja bekommen. Finde ich ganz süß. Ich weiß bloß noch nicht, wegen der Größe halt, wie ich sie verwenden soll. Hier fängt schon die nächste Kategorie an. Jetzt kommen halt so die grobe Übersicht an Tieren-Stickern. Hier einmal Elefanten. Und mit Heißluftballons und Wolken und Regentropfenvögel. Und die kommen, glaube ich, auch von Kawaii Sticker for You. Dann haben wir wieder so bunt gemischte Tiere. Kleine Teddybären und Frösche, Hasen, Katzen, Mäuse und kleine Schweinchen. Wie ihr seht, auch noch nicht benutzt. Und ich glaube, sie kommen auch von The Idea Owl. Dann hier wirklich ganz viele kleine Mini-Sticker. Also da ist wirklich alles bunt gemischt. Von kleinen Echsen, Schmetterlingen, Marienkäfer, Schlangen. Alles Mögliche dabei. Und hier haben wir dann gleich, wenn ich schon so dicht bin, kleine Igel, ich glaube Giraffenköpfe, Zebra, kleine Robben und auch noch unbenutzt. Dann ist hier so ein kleines Päckchen, das habe ich aus Deutschland irgendwo mitgenommen. Ich glaube bei Müller. Fand ich ganz lustig so mit Lass dich mal hängen und Glück für dich oder voll cool. Honigbiene. Dann haben wir hier ein paar Segelschiffe, Fischchen, ein Leuchtturm und die waren in einem Tauschpaket von Books a Week. Genauso wie die Schmetterlinge. Die Heißluftballons kommen von Teddy. Die waren heiß begehrt. Alle wollten sie haben und ich war ganz erstaunt, als ich dann in Deutschland war zum Einkaufen und bei Teddy reingeguckt habe, dass ich dort noch welche gefunden hatte. Sind auch so, ich glaube, ich hatte dann zum Schluss, dadurch, dass noch jemand mir welche besorgt hatte, 4 oder 5 Päckchen und inzwischen sind nur noch eben so die halben, 2 halben Blätter übergeblieben. Dann haben wir hier kleine Kameras in verschiedenen Variationen. Die hier sind 2 Blätter. Das Blatt hier ist auch so ein minimal 3D. So, dann haben wir hier ein paar Buchstaben. Das war auch in dem tollen Tauschpaket von der lieben Books a Week, als sie mich ausgewählt hatte. Dann sind hier so kleine Tütchen drin. Das kommt von Bonbons Kawaii und das ist von The Idea Owl. Hier sind halt so Kleeblätter drauf. In verschiedenen Formen. Und meistens sind so 10 Stück pro Design drin. Und hier sind halt so, es sollen Tierchen sein. So Lama, Hund, Schwein, Papagei. Ich finde, sie sehen aber aus irgendwie so wie Gummibärchen. Und das war bei Bonbons Kawaii mit dem kleinen Brief mit bei, als ich meine Bestellung bekam. Und das habe ich als Geschenk bei ihr bekommen. Dann kommen wir schon zur Kategorie Sonstiges. Da sind halt immer nur so ein paar kleine Samples bei. Noch ein paar von den Sentimental Stickers oder hier so kleine Cupcakes. Das sind halt so Sachen, die sind oftmals
in den Briefen von Penpals und so weiter. Hier, die sind so ein bisschen vintage und angehaucht oder so eben alte Sticker oder auf alt gemacht eben. Und dann habe ich hier noch die Abteilung Theresa Collins. Da es immer meistens so große Bögen sind, habe ich es dann zerschnitten, dass es eben zwei Teile sind. Das fand ich ganz toll, eigentlich nur wegen diesem Fuchs. Ich habe mich, wenn ich das richtig sehe, auch noch keinen davon benutzt. War in der letzten, vorletzten Bestellung bei der Scrapbook-Werkstatt dabei. Und zum Schluss dann noch diese Sticker, auch von Theresa Collins eben, mit Save the Date. Und ich denke, die passen halt eher so zur Hochzeit und so. Die werde ich halt dann benutzen für die Päckchen an meine Brautpaare und so weiter. Und wie ihr seht, das war's. Ich werde dann eben, muss dann eben noch die anderen, die jetzt, was so alles angekommen ist, einsortieren. Und ich finde es eben ganz praktisch so mit einem Ordner. Mich würde interessieren, könnt ihr mal einen Kommentar drunter lassen, wie ihr es so geordnet habt oder wie ihr alles so aufbewahrt. Weil ich finde, ab einer gewissen Menge wird es echt manchmal dann unübersichtlich. Also nicht nur die Sticker sind ja so geordnet, auch die Sticky Notes oder die Sticker, die ich mir selber ausgedruckt habe, mein Motivpapier, das ist alles in solchen Ordnern. Und das klappt echt super und auch so gerade so fürs Mitnehmen, so mitnehmen in dem Sinne vom Studio unten ins Wohnzimmer nach oben. Und ich finde es praktisch, und aber mich würde trotzdem interessieren, wie ihr es so alles sammelt. Gut, dann würde ich sagen, das war's. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare und dann würde ich sagen, bis bald. Tschüss!